Herr David, Sie wohnen hier. Wie würden Sie diese Lage jetzt beschreiben, gerade in diesen Covid-Zeiten? Ja, das ist so. Ich finde, dass das sind noch viel, viel zu viele Menschen. Das ist wirklich so zu früh, dass die Skipisten auf sind. Ich meine, ich weiß, dass das die mussten Geschäfte machen, aber wenn man hier oben schaut, Schlangenmenschen, das ist schon alles ein bisschen gefährlich, finde ich. Es ist zum Beispiel jetzt am Feiertag weniger los als am Wochenende, ist ja. Das richtig? Ja, ist richtig, ja. Heute ist weniger los. Am Samstag, Sonntag war der helle los hier. Die Straßen waren voll, Autos überall geparkt. Aber heute ist ein bisschen weniger los, ja. Ja. Ich habe auch gehört, also gerade das Problem sind vielleicht nicht die Skifahrer selber, sondern eher die Parkplätze und gerade die Autos, die eben auch alles blockieren. Ja, das ist richtig, ja. Die parken überall, das ist dann auf die Straßen, dass man, ich bin mit meinem Hund unterwegs und da kann man kaum am Autos vorbei, dass es so, alles so eng ist, weil das ist schon ziemlich schlimm, ja. Ja. Was glauben Sie, ist es richtig von seitens der Regierung, dass die Skigebiete geöffnet haben können, auch im Lockdown? Nein, ich finde das schon, das wird ein bisschen mehr begrenzt vom Menschen, weil das ist wirklich, wie gesagt, das ist viel zu früh. Das sind so viele Menschen unterwegs und kein Abstand und so. Und das ist schon alles ein bisschen gefährlich. Ist es vielleicht auch ein bisschen unfair auch gegenüber vom Handel oder auch die körpernahen Dienstleister etc., auch der Tourismusbereich? Denn jetzt nur bis 24. Jänner gibt es wieder diesen zwei oder den dritten harten Lockdown und dann kann man erst aufsperren und jetzt aber schon die Skigebiete und auch die Eislaufplätze. Ist es vielleicht ein bisschen unfair auch? Was sagen Sie dazu? Naja, das ist, ja. Yeah. Das ist so, ich finde, dass dann nach dem nächsten Lockdown ist dann am 24. Jänner. Ob das dann bis dahin besser ist oder sowas, das weiß ich nicht genau so. Ja. Können Sie noch sagen, was ist der Unterschied von heuer auf von voriges Jahr zum Beispiel und jetzt? Vom Menschen hier oder vom. Ja, normalerweise ist mehr los im Winter. Aber es ist heuer schade, weil nicht nur wegen Covid, das sagt so, dass so viel Schnee haben wir jetzt. Das ist in den letzten paar Jahren war nicht so viel Schnee. Zum Beispiel Weltcup ist ausgefallen, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, weil zu wenig Schnee war. Heuer haben wir viel Schnee und leider mit Covid ist das dann nicht so toll. Sie sind ja von England ursprünglich und Sie wollen auch wieder zurück. Was gibt es da vielleicht für Schwierigkeiten oder was sind auch die Infos? Ja, yeah, das war geplant, dass ich am 21. Dezember vor Weihnachten nach England fliegen. Flug habe ich gebucht. Und dann am 22. ist der Boris Johnson im Fernsehen gekommen und hat gesagt, es gibt in London jetzt einen harten Lockdown und Flieger wird abgesagt. Und dann musste ich dann am Semmering bleiben. Obwohl ich nicht Skifahren kann, aber. Jetzt gibt es ja auch schon verschiedenste Mutationen, beziehungsweise es dürfen auch keine Flieger mehr hier landen in Österreich, von Großbritannien, von England. Was glauben Sie, ist es wirklich so schlimm, wie es auch teilweise dargestellt wird? Oder wie schätzen Sie die ganze Lage auch ein? Ich finde es sehr schlimm, weil ich für die Touristen, zum Beispiel in England, fliegen sehr gerne wieder nach Österreich oder in die Schweiz zum Skifahren. Und dass das nicht mehr geht. Und die reden jetzt von März, April, bis die Fliegen wieder losgehen. Das ist schon eine schwierige Situation. Ja. Ja. Das heißt, wann würden Sie wieder nach England fliegen können? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das könnte bis April dauern oder so. Das ist im Moment, weiß keiner. Die sagen im Februar und dann ist es März und dann ist es April. Weiß keiner genau, wenn wir wieder fliegen. Würden Sie sich impfen lassen? Habe ich schon, ja. Wegen Impfen. Ach so, ja, schon, ja, sicher.